Was hast du denn erlebt, Awakened? Und hör mal die anderen ran, das ist so still im Chat. Großes Haus! Hype. Bin ich dran, oder? Was brauche ich dafür? 150 Hartholz. Haben wir so viel noch? Halt ich für ein Gerücht. Okay. Na, heute ist Eierfest, aber ich könnte trotzdem noch Holz holen gehen. Okay, mach das. Oh nö. Hauszeiger. Mach mich nicht fertig. Flat und haben wir dann momentan. Alles klar, dann mach's gut. Einen schönen Abend, Awakened. Wo gehst du denn noch hin? Feiern? Haben wir hier oben ein Kaminzimmer draus, würde ich sagen. Ein Kaminzimmer? Mhm. Ja, nice. Ein Kaminzimmer mit Fernseher. Aber du gehörst irgendwie. Ach, dich pack mal ins Kinderzimmer. Riesenlumino. Was heißt das? Wie heißt das Vieh? Lumino, oder? Lumino? Ich glaub schon. Das Riesenlumi. Das Riesenlumi. Na, so sehe ich im Real Life aus. Das Riesenlumi, ne? Yep. Aber für das Eierfest brauchen wir nichts, gell? Okay. Ich glaub nicht. Dann hole ich jetzt mal nochmal Hartholz. Bevor das Eierfest los. Wobei, ich müsste eigentlich die Pflanzen machen wahrscheinlich, gell? Was ist denn das? Stimmt, ich kann es gar nicht komplett zu Ende einrichten, weil. So eine seltsame Wolke. Seltsame Wolken? Da gab es immer zwischendurch Wolken, ne? Das... Die war jetzt aber gerade wirklich sehr seltsam. Naja, gut. Dann gucken wir jetzt erstmal, ob ich hier noch was abernten muss. Oder ob ich direkt da unten so noch was den Haken. Und ja, dann müsste ich direkt nochmal was Neues pflanzen. Wann geht denn das Eierfest eigentlich los? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Eine Meldung, oder? Ich glaube normalerweise schon, ja. Da. Ja. Okay, sollen wir zuerst gehen? Da ist deine Meldung. Ich komme gleich, Moment, ich muss hier noch ein bisschen was hinlegen. Oh nein, jetzt sind die ich hab schon den falschen Button gedrückt und jetzt ist das Saatgut total durcheinander. Hallo, Mi. Sollst du nicht einfach irgendwelche Knöpfe drücken? Wo hast du den Song wieder ausgegraben? Keine Ahnung, es kam mir gerade so. Er ist ja ganz alt. Ja. Aber waren das die Sugar Babes? Yep. Ach ja, Gott, wie cool. Yep, das waren die Sugar Babes. Ach shit, ich habe den Songlistenbefehl immer noch nicht eingerichtet. Mir gerade aufgefallen wegen Gott. Ach Mann. Sag mal. Die anderen Befehle hast du aber genommen, ja, die ich dir geschickt habe. Gar keinen. Keinen einzigen. Mach ich noch. Ist mein Haus aber von außen auch anders aus? Das ist ja cool. Weißt du eigentlich, ob man irgendwo einstellen kann, dass die Playlist gespeichert wird, die sich da irgendwie erstellt? Du musst halt in einem Playlist-File speichern und dann speicherst du die Playlist. Nein, nicht die Playlist, die man selber einstellt, sondern dass man irgendwie irgendwo alle Wünsche speichert, die kommen. Ich bin übrigens jetzt auf dem Weg zum Eierfest. Nee, kannst du glaube ich nicht. Du kannst dir nur die Sachen in deine eigene Playlist, in deine Backup-Playlist speichern. Hm. Wenn da ein Song dabei ist, der cool ist. Schade. Da gibt's so einen Knopf, hier, Stil. Ja, gut, dann muss ich das immer so machen. Oder du musst halt einen Hotkey dafür einrichten, dass du irgendwie, keine Ahnung, Nummern ja, hast. Ich hatte mir einen Hotkey eingerichtet, aber ich will auch nicht bei jedem Lied dann Stil klicken. Eigentlich dachte ich, ich könnte halt so eine Art Community-Playlist erstellen. Mit so den gängigsten Liedern, weil die meisten Leute wünschen sich eh immer das Gleiche. Dann musst du irgendwie mal die zusammensammeln und eine YouTube-Playlist oder so erstellen und dann die als Backup-Playlist benutzen? Hm. Das sage ich einfach, jeder soll mir seinen Song-Request parallel noch per PN schicken, dann hätte ich die am Ende alle, aber werden auch nicht alle machen. Na gut, was gibt's denn zu kaufen? Sie verdienen nur das Beste heute Abend, eine runde, saftige, goldene Mais. Plüschhase auch, Plüschhase nehme ich mit. Mehr. Man kann nur einkaufen. Ja, du kannst immer nur einkaufen. Erdbeersaat haben wir, glaube ich, noch genug, Felix oder? Einen mitnehmen. Na gut, dann halt nicht. Ach stimmt, das war das Eierfest. Das ist das Eierfest, ha. Ich bin ein Haie. Moment. Kriegst du nicht hin?
reden wir jetzt wirklich wieder mit allen? Wir wissen doch eigentlich schon, was sie sagen. Willst du es einfach skippen? Willst du es machen? Wie ein Hase. Geh weg. Ich will auch ein Hase sein. Komm, wir sind doppelt. Komm, ich nehme dich vorne hinten. Yeah. Ah, Hilfe. Wie war das mit der Million? Also du willst nicht mit allen reden? Okay, dann nicht. Also wenn du es willst, können wir es machen. Müssen wir nicht jedes Jahr machen. Aber ich will mit Sebastian reden. Weiß nicht, wie viele Jahre wir das noch reden. Wo ist denn meine Braut? Meine Braut. Horst. Bei Sebastian. Da ist die auch mit? Okay. Ja, du gehörst doch zu der Clique. Wusste nicht, dass sie zur Clique gehört. What? Hau ab, wir sind Gegner, bis die Eiersuche vorbei ist. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn meine Freundin so mit mir umgehen würde, das würde ich eigentlich cool finden, tatsächlich. Das finde ich okay. Ist ja wir sind Gegner schon ein bisschen hart. Ist aber ein scherzhaftes gemeint. Du hast das Lachen ins Gesicht dabei nie gesehen. Das war schon ein scherzhaftes Hau ab. Okay, wenn es scherzhaft gemeint ist, dann finde ich es auch gut. Okay, lass uns das Eier fest machen. Ja, du musst. Du musst, ich kann nicht. Yay, Eierfest. Eierfest. Dass sich Lumi so über ein Eierfest freut, ist irgendwie klar. Ich liebe das, Ostereier zu suchen. Ich mache das jedes Jahr. Ich bestehe darauf, dass meine Eltern meine Ostereier verstecken. Soll ich da auch ein paar Eier verstecken? Ah, oh Gott, ich habe tatsächlich die ganze Haut gekriegt. Alter, lass das. Was denn, Scheiß? Es ist echt eiskalt. Es war kein wolliges Schauern. Es war mir schon klar, dass ein eiskaltes Schauern nicht wollig ist. Oh Mann. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Nun denn, sind alle bereit? Ja, ich warte schon die ganze Zeit auf dich, Mr. Creepy. Lasse die Eiersuche beginnen! Boah, du bist eher losgelaufen, weil du sie eher weggeklickt hast. Schweinerei. Davon finde ich jetzt nichts. Auch nicht gut. Genau, ein Ei. Habe ich auch bisher nur. Zwei. Oh, da hinten kommt man nicht hin. Über Umwege. Also nach links zu laufen ist eine schlechte Idee. Ich bin die ganzen letzten Jahre immer nach rechts gelaufen. Das war eigentlich schlauer. Da bin ich Colin gelaufen. Ja, war schlauer. Anscheinend. Wieso kann ich das Ei nehmen. Auf den Transporter kann ich nicht nehmen? What the fuck? War das nicht schon mal so ein Problem? Ja, kann schon sein, dass es mich schon mal genervt hat, ja. Oh, scheiße, da komme ich nicht hin. Jupp. War auch mal ein Problem. Ich glaube, wir sind durch. Mist, ich habe da oben noch eins gesehen. Aber du hörst doch, glaube ich, eher auf zu laufen. Ja. Hallihallo, Xeli. Hallo, Xeli. Hallihallo. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Sagt er auch jedes Jahr wieder. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Lumi, was? Von wegen, ich finde nichts, Mama. Mehr als du. Hier ist dein Preis, viel Spaß. 100 G oder G oder Gold oder was. Das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. So, jetzt gehe ich noch Hartholz holen. Ich finde nichts, Mama. Nie Mama gesagt. Nee, das Mama habe ich dazu gedichtet. Ja. Ich glaube, Felix hat langsam doch ein bisschen recht. Vielleicht sollte man doch mal noch ein neues Spiel suchen. Ich bin immer für Tryn. Ja, lass mal Tryn machen. Macht Felix da mit? Weiß ich nicht. Der wollte Castle Crashers spielen mit uns. Wir sind heute nicht nur zu zweit, aber Felix ist noch nicht da. Der war heute bei einem Umzug helfen. Story? Ja, und jetzt ist er noch einkaufen. Das wusste ich nicht. Da weißt du wieder mehr als ich. Guck mal rein. Ich hab Titten, deswegen erzählt er mir mehr. Ja, das ist tatsächlich ein valider Grund an der Stelle.
Wobei, um fair zu bleiben, ich hatte hier, glaube ich, auch Freundinnen mehr als ihm. Also als Freundin. Hallo, Lucky Locker. Ich weiß auch nicht. Ich habe tatsächlich... Keine Ahnung, mit Männern ist es irgendwie angenehmer. Ich weiß nicht. Den erzähle ich meistens auch mehr. Tatsächlich erzähle ich vor allen Dingen... Keine Ahnung, irgendwie mit Kumpels über Sachen reden, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Das ist irgendwie weird. Es kommt immer drauf an, worum es eigentlich geht. Ich weiß nicht, so bei manchen Sachen rede ich tatsächlich eher mit Kerlen. Es ist aber auch irgendwie... Ich habe mir gar nichts drin zu suchen. Warum ist das hier drin? Mit Männern, mit denen ich mal was hatte, habe ich irgendwie zum Teil eine vertrautere Bindung wie mit engen Freunden. Ja, du hast die nackt gesehen, logisch. Irgendwie schon so. Und dann wenn ich dann mich irgendwas wirklich sehr beschäftigt, dann spreche ich auch tatsächlich die zuerst an. Sieh, die meint gerade, mit Kumpels wird man nicht so intim vom Thema her. Das kann schon sein, dass das ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Mein männlicher Kumpels wäre schon sehr intim. Also gesprächlich. Gesprächsprächlich? Wie komme ich denn da runter? Das ist fast nur eins. Ich husch auf den Hof zurück. Ich bin gerade nicht runter. Aber vielleicht kommt man mit dem Pferd nicht durch. Oh, okay. Das war natürlich doof. Hey, ich wollte Hartholz sammeln und ich bin unten nicht unter diese Büsche gekommen. Weil ich glaube, das Pferd ist einfach zu dick. Oder du, ne? Kann auch natürlich auch sein. Willst du sagen, ich bin fett? Ja. Unfollow. Und Vertrauenspersonen sind meistens weiblich. Was? Nein. Vertrauenspersonen sind meistens weiblich, das finde ich gar nicht. Also ich war mit manchen von meinen Lehrern oder meinen Mentoren an manchen Stellen deutlich vertrauter als mit den weiblichen Vorgesetzten oder Übergeordneten. Ich habe zum Beispiel beim Konsum gearbeitet und da hatte ich einen Kollegen, der hat Vollzeit gearbeitet hat, mit dem war ich auf jeden Fall deutlich vertrauter als mit den. Oh, es ist 2 Uhr, ich bin zum Glück gerade ins Haus gegangen. Ich habe mich gerade gewundert, warum du mir so entgegenläufst. Ich dachte, du wäre schon klar, dass ich... Ich habe doch gesagt, ich komme zurück, weil es schon zu spät ist. Das zu spät ist mir irgendwie entfallen. Ja, du hörst mir nicht zu. Wie immer. Es wäre ja jetzt komisch, wenn ich plötzlich damit anfange. Das stimmt allerdings. Aber so viel dazu, Felix kommt 20.30 Uhr dazu. Ich glaub, es gibt ein neues Königin der Soßen. Kohlsalat. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlberge vor? Das geht nicht nur dir so, aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hilfe benötigst Hayley hat Geburtstag. Frischen Kohl, vermische ihn mit einem wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Ah, so knackig und frisch. Ich weiß, was ich auch Kohlsalat macht, ja, danke. Wie dreht man denn nochmal Sachen? Mit Rechtsklick. Ah, perfekt, danke. Schön. Wer hat Geburtstag, Hayley? Yep. Das ist aber schlecht jetzt. Warum? Wir können ja trotzdem was schenken. Ja, aber dann verpennt Felix den Geburtstag. Das ist ja nicht unser Problem, oder? Na gut. Wenn ich schon extra mit der Hochzeit auf ihn warte. Das war damals als Kind bei den meisten schon so, denke ich. Als Kind erzählte man der Mama eher immer Mist gemacht als dem Papa. Nee, ich habe eher meinem Papa erzählt und meine Mutter ist immer übelst böse geworden. Also mein Vater war da deutlich verständnisvoller und deswegen hat mein Papa das immer zu hören gekriegt. Ich habe tatsächlich nie Mist gebaut. Das glaube ich nicht. Das ist tatsächlich so, also ich habe selten Scheißdreck gebaut. Aber nie Mist gebaut, glaube ich nicht. Okay, es gab eine Situation im Kindergarten, wo ich dachte, dass ich Mist gebaut hätte. Ich habe aber gar keinen Mist gebaut. Und das habe ich dann irgendwann unter Tränen meiner Mutter gestanden. Und die hat sich dann nur über die Kindergärtnerin aufgeregt und nicht über mich. Warum? Hat die Kindergärtnerin dir den Hintern versohlt oder was? Nee, das war einfach so eine mega dumme Situation. Wir hatten irgendwie in unserer Kindergartengruppe so ein geistig behindertes Kind. Also wirklich geistig behindert. Und das habe ich aber als Kind nicht wirklich verstanden. Und die war halt einfach super laut und super nervig und hat immer alles kaputt gemacht. Und ich habe das nicht verstanden und ich fand es ganz, ganz furchtbar. Und an einem Tag hatten irgendwie, wie alt war ich denn da? 4 vielleicht? Oder 5? Ich glaube schon 5. Und ein Kindergartenkumpel und ich hatten dann die grandiose Idee, sie im Werkraum einzusperren, damit sie nicht alle wieder den ganzen Tag nervt. Und das haben wir dann gemacht. Frage, wo da die Kindergärtnerin war, keine Ahnung. Wir haben das nämlich durchgezogen bekommen. Und haben dann die Werktür zugesperrt. Also einer hat dann die Werktür zugehalten und einer hat irgendwie die Tür von unserer Gruppe zugehalten, damit sie da auch nicht raus kann, keine Ahnung. Und dann kam halt gerade die Kindergärtnerin rein und hat halt mitbekommen, was da irgendwie abging.
Naja, und was dann halt passiert ist, ist, dass dieses kleine behinderte Mädchen hat natürlich in dem Raum so ein bisschen rebelliert und hat irgendwie auch noch ein Plakat von einer Freundin von mir kaputt gemacht in dem Zeitraum. Und die Kindergärtnerin hat dann halt eben mich und den Kumpel irgendwie so vor die versammelte Mannschaft gestellt und komplett ausgeschimpft, wie schlecht wir uns da verhalten hätten und dass das ganz, ganz furchtbar war. Und einsperren ist schon fies, das ist egal, wenige Behinderte oder nicht. Ich habe aber überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt alles so schlimm ist irgendwie. Und dann hat sie, wenn man jemanden einsperrt. Ja, würde ich, man ist ein Kind, ja. Ich da würde ich da trotzdem ausschimpfen, ist die richtige Verhalten in dem Moment, meiner Meinung nach. Nicht während 20 andere Kinder zugucken. Und ich habe Angst gehabt, dass meine Mutter mich nicht mehr liebt, wenn sie das erfährt. Also in dem Maße hat die das gemacht. Ja, okay, aber ich finde das schon. Das ist, aber guck mal, du hast dich bis heute dran erinnert und vielleicht wäre aus dir nicht so ein guter Mensch geworden, wenn es anders gewesen wäre. Ja, also ich habe mit Kindergärtnerinnen darüber gesprochen, die haben gemeint, das ist pädagogisch absolut nicht wertvoll. Also. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mich furchtbar zu fühlen und ich habe mich selber gehasst und keine Ahnung was alles. Also die hat das wirklich sehr, sehr massiv. Okay, furchtbar fühlen finde ich aber vollkommen in Ordnung, wenn man jemanden einsperrt und übelsten Bullshit macht. Sie hat dann auch noch gesagt, ich wäre jetzt schuld daran, dass das Plakat einer meiner besten Freundinnen kaputt ist. Ja, okay, den Punkt hast du bis jetzt nicht erwähnt. Das ist nicht so sinnvoll, das stimmt. Und dann habe ich gemeint, mein Kumpel hat ja auch was gemacht und hat sie gemeint, ja, das zählt nicht, weil ich bin ja die Ältere und sowas, aber wir waren ja älter. Okay, das ist, hast du auch bis eben nicht erzählt, aber so generell das Ausschimpfen fand ich schon sinnvoll. Nur nicht von einer Gruppe. Also das finde ich, man sollte Kinder nicht vor 20 Leuten ausschimpfen. Das ist einfach ein öffentliches Bloßstellen, das geht nicht. Tatsächlich bin ich der Meinung, manche Sachen müssen öffentlich geklärt werden, damit das einen Effekt hat. Aber hat mehr Effekt dann. Ja, aber ich war ja auch kein böses Kind. Ich war ja nie auffällig oder irgendwie sowas. Du hast jemanden eingesperrt. Das war das erste Mal und ich hab's echt gut gemeint. Ja, die hat zum Teil. Egal warum, einsperren ist keine Option. Ja, aber die hat allen Spiel verdorben. Jeden Tag wieder. Und keiner hat uns erklärt, was mit dem Mädchen kaputt ist. Ja, okay, das ist aber der Grund ist ein Problem, aber trotzdem ist die Schlussfolgerung auch für einen Vierjährigen nicht gut. Ich dachte, wenn ich sie da einsperre, ich meine, der Werkraum ist ja nicht, das ist ja kein Zwangsgefängnis, das war ja ein ganz normaler Raum. Aber wenn sie da ja, aber ich habe die Türen überall zugemacht. Dann zugehalten, wir konnten ja nicht absperren, wenn da gar kein Schlüssel. Ja, aber hier ist mal andersrum, egal ob das jetzt ein behindertes Kind ist oder nicht, die waren ja wahrscheinlich dann auch so 4 Jahre. Einfach einen Vierjährigen irgendwo einzusperren, ohne zu sagen, warum oder wieso, ist genauso kacke. Nee, wir haben halt mehrfach versucht, das mit ihr zu bereden, aber sie hat das halt nicht verstanden. Die hat halt jeden Morgen, ohne Scheiß, die ist reingekommen, wir haben irgendwie was gespielt, sie ist einfach hin und hat die Sachen kaputt getreten. Und das wirklich mehrere Male. Das weiß ich noch. Das war irgendwie ganz furchtbar. Und es gab nicht genug Kindergärtnerinnen, dass irgendjemand sich um die Also, ich denke, dass so. Das Problem wo ganz anders gewesen und vielleicht nicht direkt bei der Kinder, also doch schon so ein bisschen bei den Aufsichtspersonen, der Kindergärtnerin ja, in dem Fall. Sorry. Also du kannst dich einfach. Aber trotzdem ist es immer noch richtig, wenn ein Vierjähriger jemanden einsperrt, ihn auszuschimpfen dafür. Nur die anderen Sachen drumherum, die sich Schuld geben. Warum das nicht geht. Ich würde ihn nicht vor 20 Leuten hinstellen und sagen, du bist scheiße. So, weil du das gemacht hast, sondern ich würde mich mit dem hinsetzen und sagen, hier, das Mädchen ist ein bisschen anders. Es geht nicht, dass du die einsperrst und warum hast du denn das überhaupt gemacht? Ja, aber also, das Erklären mit dem Andersmachen vorher ist hätte schon vorher passieren müssen ja, und nicht erst, nachdem müssen, ihr irgendwie eine Woche lang oder über eine Woche mit länger. Dem ging, in der Gruppe wart. Also. Wir haben alle gehasst, also keiner von uns mochte die und ich habe eigentlich echt gedacht, ich tue meinen Freunden was Gutes, indem ich denen quasi einen Tag Ruhe verschaffe. Also, das war im Prinzip, ich meine, ich hatte ja auch keinen Spaß an der Sache, ne? Ich habe mir dann auch die Tür zuhalten müssen. Also, als ich dann die Tür zugehalten habe, dann war natürlich so ein bisschen der Spieltrieb da, so wie wenn man Fangen spielt oder irgendwie sowas. Ich habe die Tragweite gar nicht erfasst von dem. War da noch viel zu klein für. Ich habe auch gar nicht realisiert, dass das richtig Wisst schlimm ist für jemanden. Celi hat ein ganz anderes Beispiel. Der hat wohl als Dreijähriger mal einem Jungen im Sandkasten die Nase gebrochen, weil die Schaufel weggenommen hat. Und die Erzieherin hat ihn auch vor versammelter Mannschaft ausgeschimpft. Und er ist heute der Meinung, das ist richtig. Wie gesagt, ich sag gar nichts gegen das Ausschimpfen, aber gegen dieses... vor versammelter Mannschaft, wie gesagt. Ja. Hat er gerade gesagt. Halt er wurde vor versammelter Mannschaft ausgeschimpft und er fand das richtig. Nee, also wie gesagt, ich habe ja mit ich bin's 14 habe ich ein Praktikum gemacht im Kindergarten und ich habe es denen erzählt und die haben gesagt, das geht einfach gar nicht. Das Einzige, was man da macht, ist, dass man da traumatische Probleme hervorruft. Aber was du da berücksichtigen musst, ist, dass das 10 Jahre Pädagogik sich weiterentwickelt. Ja, aber gut, dann zum Ersten die Kinder, also die Erzieherinnen in dem Kindergarten waren per se scheiße, da liefen auch noch andere Sachen, ja. Also das war ja nur so die... quasi meine übelste Erfahrung. Ich habe auch mit denen eine Situation gehabt, wo sie
wo ich nicht richtig kauen konnte und dann bei einem Brötchen gefragt hat, ob sie mir das in so ein Schnittchen schneidet, weil ich irgendwie so einen Wackelzahn hatte und sowas. Und dann hat sie gemeint, das geht nicht. Und dann habe ich gemeint, ich habe aber Hunger, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat sie das Brötchen genommen und hat es mit ihren Händen so in Fetzen gerissen und hat es mir dann hingestellt. Wie so einem Hund. Das war auch extrem demütigend. Das habe ich schon mit 4 gerafft, dass das demütigend ist. Also das sind andere Geschichten, aber wie Xeli auch schon gerade schreibt, er hat schon gerade geschrieben, in dem Moment, wo sozusagen in der Gruppe was viele mitkriegen, passiert. Das haben dann ja gar nicht viele mitgekriegt. Das haben sie ja erst mitbekommen, als dann die Erzieherin kam. Die anderen wussten das gar nicht. Dann trotzdem das sozusagen vor versammelter Mannschaft anzusprechen und sozusagen auch die Bestrafung zu machen, zeigt auch allen anderen, dass es falsch ist. Und dass die lernen auch davon. Nee, dann sind wir da einfach unterschiedlicher Meinung. Das sehe ich nicht so. Also dieses Gefühl, dass irgendwie 20 Leute dich anstachen und du so ein wahnsinnig schlechter Mensch bist, das war echt eklig. Wie gesagt, ich denke eher, dass der Punkt ist, dieses schlechte Gewissen einreden, von wegen, du bist jetzt dran schuld, dass da Sachen im Raum kaputt sind. Das ist was anderes. Ich bin an allem schuld. Also ich war ja einfach scheiße. Also das war das, was sie mir mitgegeben hat. Du bist ein asozialer Mensch. Ja, aber dann hat sie das Ausschimpfen, Anführungszeichen, in einer falschen Art und Weise rübergebracht. Also man kann ja auch, also man kann wirklich in unterschiedlichen Formen jemanden sagen, dass was falsch ist und das auch von der Mannschaft, bin ich der Meinung, pädagogisch wertvoll rüberbringen. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, für mich war eigentlich das hauptsächlich Schlimme, dass einfach 20 Leute mich anstarren und dass ich mich nicht verteidigen konnte, weil sie hat auch nichts, sie hat mich ja nicht angehört. Ne? Ich habe ja versucht, ihr das zu erklären oder was ich mir dabei gedacht habe, das war ja halt einfach scheißegal. Ja, genau, das meine ich mit der Art und Weise, wie man jemanden sozusagen das nahe bringt, dass das falsch ist. Das ist halt eher der Knackpunkt und nicht, dass es vor den Leuten ist. Ja, also ausschimpfen an sich finde ich halt vor einer Gruppe irgendwie nicht okay. Ich weiß nicht, also man kann das schon, ich finde, man sollte das halt besprechen. Auch ein Kind versteht das, wenn man ihm das ruhig erklärt. Da muss man nicht sagen, du hast dich grottenschlecht verhalten und du bist böse und was weiß ich was alles. Also. Ja, da stimme ich dir zu, aber trotzdem, das vor der Gruppe, das ist irrelevant in dem Moment. Dann vielleicht mit der Gruppe es bereden und nicht vor der Gruppe ausschimpfen. Darauf könnte ich mich einigen. Also wie gesagt, dass das unbedingt unter 4 Augen sein muss, das finde ich nicht. Das ist also irrelevant Schimpfen, für mich. Wenn ich unter 4 Augen besprechen kann, von mir aus auch in der Gruppe sein. Das ist aber halt ein Unterschied. So. Wurde so oft auch vor einer Gruppe, glaube ich, ausgeschimpft. Für uns ist, glaube ich, auch üblich tatsächlich, wenn man Mist gebaut hat. Auch in der Schule noch, dass das vor der Klasse, also vor die Klasse getragen wurde. Nee, wenn es bei uns massiv war, das war dann später so in der Mittelstufe und sowas, das sind ja auch manche Leute, haben sich da ziemlich falsch verhalten, da hatten wir dann halt Klassenkonferenzen, da saßen wir dann irgendwie als komplette Klasse da und haben dann da irgendwie drüber gesprochen, was das ist. Nee, bei mir ging das schon in der Grundschule zum Beispiel, wo sich geprügelt wurde in so einer Pause, das hat die Klassenlehrerin auch vor der Klasse geklärt. Nee, das hatten wir nicht das Problem. Also. Wir hatten eh nur 4 Jungs und die haben wir ziemlich untergebuttert. Und wenn überhaupt, war ich dann das. Also, ich war ja eigentlich eher Opfer. Ne? Wobei beim Rügen. Ja, wir haben immer zum Spaß und so ein bisschen gekloppt. Nee, bei uns war das schon ziemlich ernsthaftes Kloppen mit aller Kraft, die wir hatten. Und das war auch, wir waren halt immer so 50-50 ungefähr, junge Mädels. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da ging es schon ziemlich rau unter den Jungs zu, teilweise in der Grundschule. Nee, das hatten wir nicht. Wir hatten irgendwie. Also zwischen 4 und 6 Jungs, je nach Jahrgangsstufe. Sind halt auch welche sitzen geblieben und so. Hat sich bei uns erst so eine ab der Hälfte der 3. Klasse ungefähr gegeben, wo sich das dann verflüchtigt hat. Langsam. Nö, dadurch, dass wir so einen Mädchenüberschuss hatten, wir Mädels waren uns eigentlich immer. Mädels prügeln sich, glaube ich, weniger, tatsächlich. Selbst wenn es da. Die giften sich nur an, also ich hatte da auch meine Probleme. So ja, wenn es da Meinungsunterschiede gibt, wird dich, glaube ich, unter Mädels weniger geprügelt. Ja. Davon abgesehen war ich ein viel zu soziales Kind, da hätte mir eigentlich jemand mal was sagen müssen. Permanent auf mir rumtreten lassen, ey. Bin so froh, dass sich das geändert hat. Lass jetzt nicht mehr auf dir rumtreten? Ja, manchmal noch, aber nicht mehr so stark. Jetzt fesselst du andere Leute, zum Spaß. Ja. Immer. Also Xeli, ich bin natürlich bei dir. Vielleicht ist es aber auch so ein Unterschied, so ein bisschen Ost-West. Einstellung. Also ich habe schon festgestellt, dass so ein paar grundlegende Einstellungen doch sich unterscheiden. Tatsächlich auch durch die Eltern mitgegeben und sowas. Also kann natürlich sein. Und so. Will das gar nicht sozusagen. Aber, ganz im Ernst, es kommt auch echt auf das Kind und die Situation an. Und ich war damals schon ein Kind, das halt keiner Fliege was zu Leide tun konnte. Weißt du, wenn du mir dann halt einfach nur super sensibel
und geheult wegen, also nicht geheult wegen jedem Scheiß, aber halt so. Also ich war schon eher so die keine Ahnung, diejenige, die eine Ameise vor anderen rettet, weißt du? So, und so eher in die Richtung. Und bei so einem Kind kannst du dann vielleicht, solltest du vielleicht keine öffentlichen Ausschimpfungen machen, während du vielleicht bei einem Rabauken, der immer mal wieder draufhaut und nicht wirklich checkt, was eigentlich los ist, da vielleicht schon mal draufhauen solltest. Also verbal. Das ist dann auch ein Unterschied. Ja, also kann ich habe ja gar nicht verstanden, was so das Problem war, sondern halt, ich habe aus diesem Gespräch nur mitgenommen, dass ich ein böser Mensch bin und das und hatte Angst davor, dass mich meine Eltern nicht mehr lieben. Das war das Ergebnis von dem Gespräch und das ist halt nicht das Ergebnis, das irgendwie ist von wegen, es gibt Menschen, die sind besonders, auf die muss man anders Rücksicht nehmen oder man sollte Menschen per se nicht einsperren. Das habe ich ja alles gar nicht mitgenommen. Ich habe wirklich nur mitgenommen, ich bin asozial und scheiße. Ja, aber dann denke ich halt immer noch, dass die Art und Weise, wie es rübergebracht wurde, halt Quatsch war. Ja, es war halt schlecht gemacht und es war halt, wie gesagt, man sollte bei der Pädagogik, kommt halt auch immer, das merke ich ja bei meinen Schülern auch, ich bring denen ja nicht allen auf die gleiche Weise das Gleiche bei, sondern ich weiß halt eben, okay, mit der muss ich ein bisschen Scherze machen und mit dem alber ich ein bisschen rum und der braucht jetzt aber Ruhe und vielleicht so ein bisschen so eine Führung oder sowas, sonst kann er sich nicht konzentrieren und dann muss man sich da auch ein bisschen drauf einstellen. Und wie gesagt, ich frage mich nach wie vor, wo die Kindergärtnerin in der Zeit war. Die war nämlich nicht in unserer Gruppe. Xeli, das funktioniert aber nicht. Du kannst nicht alle Leute gleich behandeln. Also es geht gerade bei Pädagogik geht es gar nicht, dass du alle Leute gleich behandelst. Das geht überhaupt nicht. Weil einfach viele, viele Leute sehr, sehr unterschiedlich lernen. Aber das ist auch so was, glaube ich, erst in den letzten 10, 15 Jahren wirklich sich rauskristallisiert hat.